Schönen guten Morgen. Glück auf, liebe Schalkerinnen und Schalker. Ja, so gendert man richtig, ne? Sternchen innen braucht kein Mensch. Liebe Schalkerinnen und Schalker, die Zeit einfach mal nehmen. Dann kann man auch alle ansprechen. Ja, zwei gute Nachrichten. Karaman kann spielen, ist im Team und fit. Zweite gute Nachricht, Seguin kann nicht spielen. Es tut mir leid, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Gute Besserung trotzdem und ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal auch ein Entschuldigungsvideo machen kann an den Herrn Seguin. Ich glaube nicht dran, aber naja, schauen wir mal. Okay, Karaman ist also fit, Seguin nicht. Belgien ist jetzt noch Schalke begeisterter, ja, durch unseren Trainer. Der hat genießt in Belgien hohes Ansehen. Er ist ja Belgier. Ne? Und naja, er warnt davor, ist auch wieder das natürliche Blabla, Elversberg nicht zu unterschätzen. Die sind zweimal aufgestiegen, die werden jetzt auch keine Angst haben, weil da 60 oder über 60.000 Leute sind. Dafür spielt man ja Fußball, sagt er, und da hat er ja auch recht. Wie gesagt, es wird ein spannendes Spiel. Ich bin morgen natürlich live dabei und wer mein dusseliges Gerede und mein dummes Gesicht vielleicht dazu sehen will, der kann das tun. Die kann das auch tun. Übrigens nochmal Glückwunsch an die Damen. Unser Team Blau, Team 1, der Schalker Damen, jetzt Landesliga Platz 1. Haben ja die den vorherigen Tabellenführer oder die vorherigen Tabellenführerinnen geschlagen und sind damit ja immer noch ungeschlagen. Ne? Ich glaube ein oder zwei Unentschieden dabei oder drei Unentschieden, aber sonst nur Siege. Wahnsinn. Ich kann es nicht erwarten, dass die Schalker Frauen endlich im Fernsehen zu sehen sind, irgendwo, denn das unterstütze ich ohne Ende. Ja. Gut, dann sehen wir uns morgen und Glück auf. Wo ist mein Knöpfchen? Hier. Tschüss.